Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von World of Warcraft. Ja, beim letzten Mal haben wir die Desolace durchgespielt, unsere letzten Quests abgegeben und wir können uns jetzt auf den Weg nach... Wo geht's denn jetzt hin? Lass mich überlegen, mir fällt der Name gerade nicht ein. So ein Mist. Ja, ins Brachland, ins südliche Brachland ist das, glaube ich, oder westliche. Eins von beiden auf jeden Fall. Und das werden wir doch jetzt auf jeden Fall mal machen. Dann geht's mal auf. Wo müssen wir hin? Ich glaube... Ne, das ist die Heimstadt nach Desolace. Was haben wir hier? Basislager der Nordwacht-Expedition Steinkrallengebirge. Genau da geht's hin. Von da aus können wir dann runterreiten. Das sieht doch alles schon mal wieder ganz gut aus. Ja, und für heute habe ich mir auch auf jeden Fall wieder ein Thema überlegt. Und zwar geht es mal wieder um die Frauen und Probleme mit den Frauen. Diesmal aber keine Lästerfolge, sondern eher was Lustiges. Oder je nachdem halt, wer es lustig findet, der findet es lustig. Wer es nicht lustig findet, der findet es nicht lustig. Das ist ja jeweils der Geschmack des Einzelnen. Und zwar geht es um Folgendes. Meine Frau hat letztens die Wohnung ausgeräumt. Kennt ihr das? Wenn, ich weiß nicht, ob wer von euch Zuschauern auch schon eine Frau hat oder eine Freundin, mit der er zusammen wohnt. Das ist fürchterlich. Wenn die Frauen die Wohnung aufräumen, Wahnsinn. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, dass mein Vater zu Besuch kommen wollte. Der war dann auch da gewesen und hat mich nach zwei Sachen gefragt. Zum einen wollte er wissen, ob ich den Film Lockout habe. Und den Film Lockout haben wir auf jeden Fall. Ich habe gerade gesehen, da unten war noch eine Quest in der Nidelspitze. Aber gut. Auf jeden Fall den Film Lockout haben wir. Das ist so ein Gefängnisausbruchsfilm. Im Weltall ist das, glaube ich, ziemlich neu, der Film, mit coolen Sprüchen. Fast schon zu coole Sprüche. Und den habe ich dann natürlich gesucht. Nicht gefunden. Film ist weg. Ich habe überall geguckt, wo der sein könnte. Ich habe den... Letztens habe ich ihn noch gesehen. Letztens mal beim Durchgucken meiner ganzen Klamotten habe ich noch gesehen. Und gestern nicht aufzufinden. Gut, da sagte mein Vater, ja, ist nicht so schlimm. Kannst du mir ja mal mitgeben, wenn der Film mal wieder auftaucht. Habe ich gesagt, gut, ist kein Thema, machen wir. Dann fragte er aber 10 Minuten später nach einem Xbox-Spiel, also ein Xbox 360-Spiel. Er meint, er wollte jetzt mal die ganzen Lego-Spiele spielen und ich habe ja mir einmal Lego Star Wars die komplette Saga zugelegt. Hab dann das Spiel gesucht in meinem Stapel, in meinen Schränken. Das Spiel war auch nicht aufzufinden. Und dann ging das schon los. Ich war schon ziemlich genervt, hatte ziemliche Kopfschmerzen wegen dem Scheiß, beziehungsweise Kopfschmerzen habe ich dann hinterher noch gekriegt, kurz nach der letzten Aufnahme. Hallo? So. Kurz nach der letzten Aufnahmesession hatte ich so höllische Kopfschmerzen, musste mir erstmal eine Tablette einschmeißen. Und das wurde einfach nicht besser. Ja, nachdem ich den Film auch nicht, das Spiel auch nicht gefunden habe, sagte mein Vater, mein Gott, du findest ja hier gar nichts mehr wieder. Und da fragt er mich, obwohl, nee, dann habe ich dann selber nochmal gesucht, weil ich war mir jetzt dann auch nicht mehr ganz sicher, ob ich das Spiel jetzt auch als CD hatte oder auf der Festplatte, die ich mir zusätzlich noch gekauft habe. Denn ich hatte mir damals für die Xbox noch eine zusätzliche Festplatte gekauft, weil die doch ziemlich voll war, meine Festplatte mit 250 GB. Da ich immer ziemlich viele Spiele runtergeladen hatte, also die Arcade-Spiele, die man da, ich glaube, für 10 Euro oder 12 Euro immer auch runterladen konnte, so wie es halt im Moment bei Steam ist, da hatte ich die Festplatte gesucht, auch die Festplatte ist nicht mehr da, wo sie sonst immer war und die liegt nämlich unterm Fernseher auf dem Receiver bzw. auf dem DVD-Rekorder. Auch die war nicht mehr da. Ja, und das ist so mein Problem. Das heißt, wenn die Frau zu Hause irgendwie was aufräumt, findest du als Mann nicht mehr wieder. Was ist denn hier los? Wo bleiben denn... Hä? Ah. Ich wollte schon sagen, hier war doch letztes Mal noch ein komischer Fritze, der uns Quest gegeben hat. Man findet einfach nichts mehr wieder, wenn die Frau irgendwie aufräumt. Das ist aber grundsätzlich so. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzelfall. Ich glaube, mein Vater hat es da genauso. Weil wenn da meine Mutter aufräumt zu Hause, findet der auch nichts mehr wieder. Ich bin ja so derjenige, der hier geordnetes Chaos hat. Ich bin nicht der Ordentlichste, gebe ich ganz ehrlich zu.
Aber dafür habe ich auch eine Frau, die aufräumt. Oh Gott, wenn die das hört. Die würgt mich schon wieder, bis ich blau anlaufe. Und mein geordnetes Chaos ist aber ein Chaos, wo ich sagen muss, da finde ich alles wieder. Ich weiß, wo ich es hingelegt habe. Ist so wie so bei den Ludolfs ist das, glaube ich, dieses Häufchen. Ach, guck mal, ein Zelt ist aufgeploppt. Wie so bei den Ludolfs, dieses Häufchenprinzip habe ich halt hier zu Hause, wo ich weiß, da auf dem Häufchen liegt das, nehme ich mir. Gut, ich erzähle gleich weiter. Jetzt quatschen wir erstmal hier den Typen an und nehmen uns die Quests an. Schaut euch um, Hexenmeister. Wir hatten kein Glück dabei, die Horde von den... wir hatten kein Glück dabei, die Horde von den versteckten Pfaden, die einen Augenblick auf... Was? Also von den versteckten Pfaden, die einen Ausblick auf dieses Tal gewähren, zu verdrängen. Sie rauchen aus dem... Mein Gott, sie tauchen aus dem Nichts auf, um unsere Nachschubkarawanen zu überfallen und dann verschwinden sie in die Hügel. Ihr müsst euch der Gefahr aussetzen, zur Ehrenwache zu laufen und sie darüber zu unterrichten, dass die Straßen immer noch nicht sicher sind. Sprecht mit Mattingly nach dem... sprecht mit Nettingly, dem Nachschuboffizier, am Tor und tötet unterwegs ein paar von diesen Ungeheuern. Okay, die Nachschubkarawanen erstmal absichern. Hordenspeer, die sich in den Ruinen vor uns verbergen, haben einen Nachschubzug aus dem Hinterhalt überfallen. Nur zwei meiner Leibwachen haben es überlebt. Und ich. Ich hatte alle Haare. Das passt ja mal gar nicht in den Satz. Ich hatte alle Haare. Na gut. Die Vorräte, die ich abliefern sollte, liegen verstreut in den Ruinen vor uns. Sammelt sie ein und bringt sie zu Janice Mattingly in der Ehrenwacht. Wenn wir sie schon nicht ins Steinkrallengebirge bringen können, dann sorgen wir wenigstens dafür, dass sie nicht der Horde in die Hände fallen. Okay, das kriegen wir doch auch hin. Und da haben wir doch schon die ersten Hordler. Also den haben wir ja gerade schon beim Reinkommen gesehen. So, wo war ich gewesen? Genau, bei der Frau und dem Aufräumwagen der Frauen. Wo man halt nichts mehr wiederfindet. Und das muss ich sagen, ist so schrecklich. Ich finde es ja schön, dass die Wohnung aufgeräumt ist und sowas alles, ne? Aber was ich halt nicht so schön finde, wenn man nach dem Aufräumen weniger Sachen findet wie vor dem Aufräumen. Das ist echt furchtbar. Das ist unglaublich. Und dann gibt es ja noch so, es gibt ja noch viel mehr Sachen bei den Frauen, ne? Diese Unlogik. Es kommt auch ein bisschen jetzt auf das Thema an. Also ich komme jetzt auch ein bisschen so auf das Thema, weil ich am Wochenende die neue Show von Mario Barth gesehen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mario Barth ist zwar ein Comedian, der auch ziemlich viel über seine Frau und sowas erzählt, ob das jetzt alles stimmt. Er behauptet zwar immer, dass das alles stimmt und dass das für ihre wahre Geschichten sind, aber ich kann mir dann nicht vorstellen, dass das alles wahr ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe viele Parallelen zu meiner Frau entdeckt. Also es ist schon... deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so lustig, weil es halt so viele Parallelen zu meiner Frau gibt. Er erzählt ja auch dann immer von dem, wenn sie Auto fährt und dass sie halt öfters mal Unfälle hat und sowas alles. Und ich muss sagen, ich habe mich so weggeschmissen bei der Show, weil ich dann sofort das Bild von meiner Frau im Kopf hatte, wie sie genau dieselbe Scheiße abzieht. Genau dasselbe, was Mario Barth halt auch erzählte. Und es ist ja auch immer so, wenn irgendwie was schief läuft, sind die Frauen immer fest der Meinung, wir Männer sind's gewesen. Und ja, und da müssen wir das auch, so wie Mario Barth immer schön sagt, hinnehmen. Wir müssen hinnehmen, einfach zuhören und hinnehmen. Gar nichts dagegen sagen, weil man kann eh nicht gewinnen. Und ja, ich bin völlig begeistert. Aber ich muss sagen, wir verstehen uns trotzdem. Ich habe sie dann auch gestern nochmal, gefragt, so von wegen, ob sie weiß, wo sie die Teile hingetan hat. Und das Schlimme ist ja, wenn die aufräumt, die weiß ja hinterher von nichts mehr.
die weiß hinterher nicht mehr, wo sie irgendwas hingepackt hat. Das ist ja das Allerschlimmste. Wenn sie das wenigstens noch nach dem Aufräumen wissen würde, wo sie meine Klamotten hingetan hat. So wie ich, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie alles irgendwie in einen Müllsack gepackt hat und das in den Müll geschmissen hat von mir. So sind die Frauen ja auch öfters mal. Die schmeißen alles, wo sie denken, ist nicht mehr brauchbar, direkt weg. Und das ist halt so typisch. Wir Männer, wir freuen uns, oh, wir haben was. Die Frauen finden es überflüssig, weg damit. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Nur was mich ganz besonders gestern halt geärgert hat, war diese Tatsache, dass die Festplatte auf einmal weg ist. Die immer unterm Fernsehschrank, im Fernsehschrank lag, unterm Fernseher. Und die ist einfach weg. Und die war so teuer damals gewesen. Ich weiß gar nicht, was hab ich damals dafür bezahlt? Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil ich weiß es jetzt gar nicht. Bin ich im Kampf? Ich wollte gerade sagen, ich muss aufsatteln. Was? Ich weiß es jetzt leider nicht mehr, was ich für die Festplatte bezahlt habe. Und ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Weil mir schwirrt da so eine 120 Euro im Kopf rum, aber ich glaube, das war doch nicht ganz so teuer. Naja, ist ja auch egal. Wir haben jetzt erstmal die nächste Quest zu tun. Sprießroutenlauf. Sie überfallen auch die Straße ins Steinkrallengebirge. Hier bekommt man aber auch keine Ruhe. Wo kommen die überhaupt her? Schönen Tag auch. Wie sieht es da draußen aus, Crazy Bane? Was? Unsere Vorräte? Die waren fürs Steinkrallengebirge bestimmt. Egal. So wie das hier läuft, brauchen wir sie auch ohnehin dringender hier. Die Ehrenwacht ist von der Küste abgeschnitten worden, Crazy Bane. Kommandant Singleton ist mit seinen Leuten am Ende. Mit seinem Latein am Ende. Man sieht sich. Was haben wir denn da? Crazy Bane, ich habe nicht die Absicht, Kommandant Singleton meinen Bericht ohne auch nur das geringste bisschen an guten Nachrichten zukommen zu lassen. Wir müssen der starkköpfigen Horde die Kontrolle über diese Straße entziehen. Soweit ich weiß, ist der Anführer Kona Donnerlauf. Er hat ein Lager direkt nördlich von hier. Er ist im Steinkrallengebirge heimisch und kennt die Straße so gut wie seine Westentasche. Wenn wir ihn vernichten können, lässt der Widerstand aus dem Westen möglicherweise nach. Findet und tötet Kona Donnerlauf. Dann meldet euch bei Kommandant Singleton. Mögen die Reisen sicher sein. Ja, das kriegen wir doch auch hin. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Der soll nördlich von hier sein. Aha. Das heißt, der müsste ja theoretisch hier irgendwo sich rumtreiben. Heute ist auch ausnahmsweise mal wieder früher. Die Frau hat mich dann auch mal geweckt. Ja, das ist auch sowas. Die Frau, das fällt mir gerade ein, da sie mich ja vor der letzten Aufnahmesession nicht geweckt hat. Oh, ich könnte so viel über die Frauen erzählen, das ist Wahnsinn. Das ist ja sowieso sowas. Die Frauen verlangen ja von uns immer, wir sollen zuhören, wenn die was sagen. Damit dann auch alles klappt, was klappen soll. Allerdings, wenn wir Männer was erzählen, dann hören die Frauen teilweise überhaupt gar nicht zu. Das ist ja auch so eine Sache. Ich hatte ja von... wo muss ich denn hier hin? Ich hatte ja von Samstag auf Sonntag durchgemacht, damit ich dann auch fit bin für Montag, dass ich mich dann wecken kann. Und ich auch vernünftig aufnehmen kann, ohne dass ich ständig gehen muss oder sonst irgendwelche Sachen machen muss. Und da habe ich meiner Frau extra gesagt, ja, ich habe jetzt durchgemacht, weil sonst kriege ich das mit dem Frühschlafen nicht hin und dann wird das auch mit dem Frühaufstehen auch nicht ganz so pralle. Und ja, habe ich ihr alles erzählt und was ist gewesen? Sie weckt mich nicht. Und dann ist so die Standardantwort von den Frauen, oh, dann habe ich das falsch verstanden. Was kann man denn daran falsch verstehen? Ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber das, so sind sie. So sind sie, die Frauen. Die hören nicht zu, machen, was sie wollen. Und wenn irgendwas schief geht, da hast du dich aber nicht klar ausgedrückt. Da sind wir dann immer die Schuldigen und... Oh, Mann.
Wir Frauen machen ja nichts falsch. Ihr Männer, ihr seid doch die Dötzen. Ihr seid doch die Dämmlachs. Ach ja. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist, man kann nicht mit ihnen, aber man kann auch nicht ohne die Frauen. Ich könnte mir auch gar nicht mehr vorstellen, ohne meine Frau zu leben. Allein schon aus dem Grund, weil ich nicht wüsste, was ich alleine machen soll, wenn ich alleine irgendwie in der Wohnung bin. Da habe ich niemanden, mit dem ich mich unterhalten kann, jetzt abgesehen halt von euch. Aber das ist ja, sind ja eigentlich immer nur so Monologe. Und ich brauche halt jemanden, der mir auch ab und zu mal Kontra gibt, den ich ab und zu mal foppen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich foppe meine Frau für mein Leben gerne. Das macht so viel Spaß, wenn sie dann schmollend in der Ecke sitzt und so und einem dann sagt, du bist so gemein. Wo ich ja ganz froh bin, dass sie noch nie gesagt hat, du liebst mich gar nicht. Da bin ich echt ganz froh, weil ich lieb sie ja. Deswegen ärgere ich sie ja auch so gerne. Und dann, meistens ist das so, wenn ich sie ärgere, komme ich direkt wieder zu ihr an. Und, wisst ihr was? Erzähle ich gleich weiter. Wir machen jetzt hier erstmal die Quest abgeben.